seit 80 Jahren fliegen Menschen regelmäßig über den Nordatlantik. Ebenso lange ist ein Ort in Neufundland, Kanada, zum wichtigsten Bezugspunkt für alle Piloten geworden. Gander, das Kontrollzentrum für alle Flüge über den Nordatlantik. Von hier aus wird jede einzelne Flugbewegung rund um die Uhr überwacht. Täglich überfliegen etwa 1500 Flugzeuge innerhalb weniger Stunden die kanadische Insel. Niemand wusste, wie umfangreich die Bedrohung sein würde. Waren die Transatlantikflüge betroffen? Ich fing an diesem Morgen um 8 Uhr an. Es war ein schöner, sonniger Tag. Alles lief normal, bis es losging. Don O'Brien hat Dienst, als am Morgen des 11. September 2001 Terroristen in New York und Washington Anschläge verüben. Die US-Luftfahrtbehörde sperrte den amerikanischen Luftraum. Für die Flugzeuge über dem Nordatlantik bedeutet das, sie dürfen ihre Ziele nicht mehr anfliegen. Einige waren erst auf halbem Weg und flogen zurück nach Europa. Die anderen kamen auf uns zu, hunderte Flugzeuge. Also, ich sage den Piloten, ihr landet in Gander. So, und dann wollen das einige nicht akzeptieren und antworten, nein, wir landen in Chicago. Nein, das werdet ihr nicht. Einige wollten erst überzeugt werden, aber wir müssen uns durchsetzen. Ihr landet. Wir erklären das, wenn ihr unten seid. Insgesamt 38 große Passagierjets ändern ihren Kurs und fliegen nun Gander an. Auf dem Flughafen bleibt nur eine halbe Stunde Zeit, bis die ersten zur Landung ansetzen und dann anfangen, das Flugfeld zu blockieren. Dann war es vorbei. Erst der Wahnsinn und dann nichts mehr. Nichts rührte sich. Es war gespenstisch. Im Jahre 1936 ist vom Gander International Airport noch nichts zu sehen. Zu dieser Zeit macht ein Pilot in einer tief eingeschnittenen Bucht im Norden Neufundlands sein Wasserflugzeug klar. Er wird mit zwei Passagieren einen Erkundungsflug starten. Pilot ist Douglas Fraser. Er kennt sich aus in der Gegend. Neufundland gehört damals noch nicht zu Kanada, sondern ist ein selbstverwaltetes britisches Dominion. Der Flug geht nach Westen in Richtung eines Sees namens Gander Lake und ist Teil einer britischen Mission. Ihr Ziel ist nichts Geringeres als die Zukunft der Luftfahrt. Die Region nördlich des Sees scheint vielversprechend zu sein. Flach, weit genug entfernt vom Atlantik und nahe der einzigen Eisenbahnlinie auf Neufundland. Von hier aus sollen Flugzeuge über den Atlantik fliegen. Es geht um die kürzeste Verbindung von Europa nach Amerika. Die Geburtsstunde Ganders. Es war mitten im Niemandsland. Nur als Hattie's Camp bekannt, ein provisorisches Lager für Trapper und Holzfäller. Sie haben sofort angefangen, die Gegend urbar zu machen und die Landebahnen zu bauen. Im
Für die Bauarbeiten musste alles herangeschafft werden. Es gab weder Arbeitskräfte noch Geräte, um aus einem Wald einen Flugplatz zu machen. Es entsteht ein Ort ohne Vorgeschichte. Vom 16. bis zum 18. Jahrhundert waren alle kleinen Siedlungen hier Fischerorte. Gende ist etwas völlig anderes, etwas Neues. Vier Landebahnen sind gleichzeitig im Bau. Schon im Januar 1938 ist die erste fertig. Und es ist Captain Fraser, der als erster mit Kufen auf der verschneiten Piste landet. Alles scheint bereit für das Sprungbrett über den Atlantik. Doch dann bricht in Europa der Krieg aus. Hitlers Überfall auf Polen hat bald indirekte Einwirkung auf Neufundland. Als im Sommer 1940 Frankreich fällt, braucht Großbritannien dringend Nachschub aus Amerika. Waffen und Flugzeuge müssen her, um gegen die deutsche Wehrmacht zu bestehen. Der neue Flughafen am Gander Lake entwickelt sich schnell zum Dreh- und Angelpunkt für den Nachschub. Wenn die Flugzeuge per Schiff transportiert wurden, mussten sie zerlegt, in Kisten verstaut, verladen und sicher über den Nordatlantik gebracht werden, wo deutsche U-Boote unterwegs waren. Selbst durch Konvois geschützt, gingen etliche Schiffe durch die U-Boote verloren. 1940 wird ein Testflug von Gander aus unter Leitung des australischen Piloten Donald Bennett mit zwei motorigen Hudson-Bombern vorbereitet. Bennett bekam sieben Hudsons, die er mit Zusatztanks umrüstete, damit sie den Sprung von Gander übers Meer schaffen. Aus englischer Sicht galt, wenn mindestens drei von ihnen ankommen, würden sie den Luftweg anstelle der Schiffsverbindung nutzen. Bennett verlässt am Abend des 10. November 1940 Gander. Der Verband kommt in schweres Wetter und drei Hudsons geraten außer Sicht. Aber am nächsten Tag landen alle sieben in Belfast. Nach Kriegseintritt der USA im Juni 1941 wird Gander zu einem zentralen Luftdrehkreuz ausgebaut. Landebahnen werden verbreitert, neue Hangars gebaut und immer größere Bomber verlassen die Startbahn. Zu diesem Zeitpunkt und bis zum Ende des Krieges wird der Name und die genaue Position des Flughafens geheim gehalten. Bis zum Kriegsende gelangen rund 20.000 Kampfflugzeuge via Gander nach Europa. Der Zweite Weltkrieg war im Grunde der Katalysator, der Gander bekannt machte. Die Welt wusste nun, wo Gander, wo dieser riesige Flughafen war, von dem so viele Flugzeuge nach Übersee abflogen. Und nach dem Krieg sollte er zum Knotenpunkt der kommerziellen Luftfahrt, zum Knotenpunkt der Welt werden. Viele waren in Gander gelandet, wussten aber im Grunde nicht, wo es lag, weil es immer noch als mitten im Nirgendwo betrachtet wurde. 1945 ziehen die Militärs ab und mit ihnen die Flugzeuge. Ganders Bevölkerung schrumpft von etwa 10.000 auf 2.000 Einwohner. Es fühlt sich an wie das Ende von Gander. Aber die zivile Luftfahrt hat das Bedürfnis der Menschen nach einer schnellen transatlantischen Verbindung erkannt und den Flughafen am Ende der Welt nicht vergessen. Schon ab Herbst 1945 landen die ersten Linienmaschinen in Gander zum Auftanken. Besonders Chicago und New York werden mit europäischen Hauptstädten verbunden. Auf allen Flugplänen steht als Zwischenstopp Gander.
Auch die belgische Sabena nimmt mit vier motorigen DC-4-Propellermaschinen den Linienverkehr aus Brüssel nach New York auf. Im September 1946 kommt es zu einem tragischen Unglück. An diesem Tag ist schlechte Sicht und der Flug mit 44 Passagieren kommt wenige Kilometer vor Gander vom Kurs ab. Aus ungeklärten Umständen geht die DC-4 mitten in einem Waldstück zu Boden. Das Wrack der Maschine liegt bis heute nahezu unverändert an der Absturzstelle. Der Absturz der Sabena war die größte zivile Flugzeugkatastrophe ihrer Zeit. Sie wurde weltberühmt, weil jeder die Bergung verfolgt hat. Rettungsflugzeuge suchen tief im Herzen der Wildnis nach der belgischen Linienmaschine, die mit 44 Passagieren abgestürzt ist. Es gab Überlebende, zum Teil Schwerverletzte, die dringend Hilfe benötigten. Der Fundort war so abgelegen, dass es schwierig werden würde, die Überlebenden zu retten. Sie brachten Hubschrauber nach Gander, damals nicht sehr zuverlässig. Sie waren in einer Kiste verpackt und wurden so nach Gander geflogen. Dann mussten sie zusammengesetzt werden, damit sie zur Absturzstelle fliegen konnten. Aber die Hubschrauber hatten Schwierigkeiten mit ihren Heckrotoren. Deshalb musste erst ein Plateau als Landeplatz abseits der Unfallstelle gebaut werden. Viele können gerettet werden. Doch der Absturz der belgischen Linienmaschine und auch dieser Moment der verzweifelten Rettung der Überlebenden zeigt allen Beteiligten, wie vergänglich das Geschäft mit den Flugzeugen sein kann. Die Ranger kamen zwei Wochen nach dem Absturz, um die Toten zu beerdigen. Allerdings war der Zustand der Leichen durch die warmen Septembertage ziemlich schlecht. Aus einem der Berichte geht hervor, dass die Ranger per Funk eine Lage rum anforderten und sich dann erst mal an einem Lagerfeuer betrunken haben. Als sie genug hatten, haben sie sich dann um die Verblichenen gekümmert. Die Gräber von 26 Toten findet man bis heute direkt neben dem Wrack der Sabena. Es gab Diamantenhändler im Flugzeug auf dem Weg zu einer Messe. Und Gerüchte, dass die Maschine voller Diamanten war. Aber die Passagiere waren tatsächlich eher gemischt. Es gibt eine ganze Menge Geschichten in Gander wegen dieser Diamanten. Es gibt eine von Leuten, die raus zu der Absturzstelle sind und nach ihrer Rückkehr ganz schnell Gander verlassen haben. Also, vielleicht haben sie etwas gefunden da draußen und sind mit ihrem neuen Reichtum abgehauen. Legenden und Gedenken an diese und andere Katastrophen in Gander halten an. Die Bevölkerung fühlt sich schon bald mit allem verbunden, was aus der Welt hierher kommt. Unbeirrbar entwickelt sich der Flugbetrieb weiter. Die großen Airlines dieser Zeit landen regelmäßig auf dem Flughafen im Nirgendwo. TWA, Pan American, sie alle kamen regelmäßig, als ich ein Kind war. Man muss bedenken, dass sie praktisch direkt gegenüber von meinem Haus landeten. Ich meine, man konnte aus dem Fenster schauen und da waren sie. Wir lebten zwei Häuser von der Landebahn entfernt. Und ich konnte wohl 30 oder 40 große Schritte machen. Dann war da der Rand der Startbahn, ohne Zaun. Es war faszinierend zu sehen, wie diese Kolbenmotoren in Gang gehalten wurden. Tatsächlich machten sie einen Höllenlärm, wenn sie gestartet wurden, mit Fehlzündungen und Flammen, die herausschlugen, sodass sie einen Kerl mit einem großen Feuerlöscher brauchten. Das Ding war etwa anderthalb Meter hoch und stand auf Rädern.
Der musste bereitstehen, falls ein Motor in Brand geriet. Gander gilt in den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts als das wichtigste internationale Drehkreuz in der Luftfahrt. Es sind goldene Zeiten. Zwar kommen die Airlines hauptsächlich, weil sie tanken müssen, aber die Passagiere bringen bei jedem der kurzen Zwischenstopps die Welt mit. An diesen großen Flughafen mit dem kleinen Ort im Nirgendwo. Fliegen ist zu dieser Zeit hauptsächlich etwas für Privilegierte. Niemand hatte einen Privatjet. Humphrey Bogart, all die Stars aus Hollywood und die Präsidenten mussten mit Linienflugzeugen fliegen, wie wir. Es war wunderbar, wenn man in Gander aufwuchs und solche Leute treffen konnte. Besonders hohen Besuch erwartet Gander 1959. Königin Elisabeth II. Kommt, um das neue Terminal einzuweihen. Sie wird gebührend empfangen und fährt im offenen Wagen durch den kleinen Ort direkt neben der Landebahn. Mit dem neuen Terminal wird auch eine architektonisch besonders modern gestaltete Ankunftshalle für das Publikum freigegeben. In Gander ist man stolz. Aber die Halle trifft auf einen Flughafen, dessen Betrieb seinen Zenit bereits erreicht hat. In diesen Jahren steht für die Bewohner von Gander ein großer Umzug an. Der Ort wird einige Kilometer entfernt vom Flughafen komplett neu errichtet. Vorbei soll die Zeit der Baracken neben dem Rollfeld sein. Die hochfliegenden Pläne treffen auf eine Zeit der Veränderung. Die Flugzeuge haben sich weiterentwickelt. Moderne Jets erreichen Reichweiten, die deutlich über denen der Propellerflugzeuge liegen. Gander ist für die ganz großen Airlines abgemeldet. Ihre Gäste von gestern fliegen ab sofort direkt von Europa nach Amerika. In Gander beginnt die Krisenstimmung. '64 bekommt der Flughafen mit Jack James einen neuen Chef. Wir fingen an, sie zu verlieren. Ich erinnere mich, dass mein Vater 1964 Geschäftsführer des Flughafens wurde. Ich war in der Highschool und er sprach darüber, dass die Flüge in Gander immer weniger wurden. Ein Problem, das voraussehbar war. Jack James sitzt in einer Kommission, die an Plänen für das Überleben von Gander arbeitet. Man will mit Rabatten und Service neue Kunden gewinnen und jene zurückholen, die nicht nur zum Tanken gelandet waren. Sie zielten auf die Ostblockstaaten ab, weil die regelmäßig nach Kuba flogen. Sie schufen gute Bedingungen für die Airlines. Viele Mitarbeiter wohnten für längere Zeit in Gander. Tatsächlich haben die Airlines aus den Ostblockstaaten immer noch ein Problem mit der Distanz. Der Weg nach Kuba ist weit. Die Tupolevs und Ilyushins verbrauchen zu viel Treibstoff. Aeroflot, Interflug, Cubana und andere stationieren ihre Crews in Gander. Die isolierte Lage des Flughafens mag mitten im Kalten Krieg bei manchen Überlegungen auch eine Rolle gespielt haben. Jack war ein Gigant. Jack James war wie ein Botschafter für den Flughafen. Er war einzigartig. In gewisser Weise war der Flughafen Jack James. Das war sein Zuhause. Das hier war seins. Er ist nicht zur Arbeit gekommen. Er hat den Flughafen nie verlassen. Er war hier rund um die Uhr, wenn es sein musste. Ja, das war Jacks Zuhause. Das war seine Liebe. Ein Flughafen in Neufundland bedeutet jedes Jahr aufs Neue eine Herausforderung, wenn der Winter kommt. Die Temperaturen fallen weit unter Null und Schnee bedeckt über Monate das Rollfeld. An Weihnachten 1972 landet die Cubana Airlines mit Fidel Castro an Bord zum Tanken in Gander. Ein Schneesturm zwingt ihn, den Aufenthalt zu verlängern, und er trifft zum ersten Mal auf Jack James.
Er landete in einem Winterwunderland. Die Ostküste versank im Schnee und die Sicht war schlecht. Er konnte nicht weiterfliegen. Das Wetter hat ihn hier aufgehalten. Ich schätze, das Erste, was sie taten, war, dass sie einen Happen Essen gegangen sind. Der Übersetzer dachte noch, die Kommunikation würde schwierig werden, aber das war es nicht. Es war, als würden sie sich schon kennen. Sie fragten ein Mädchen, ob sie sich einen Schlitten ausleihen könnten. Ich bin mir nicht sicher, ob sie wusste, wer sie da fragte. Am Lachen ist es nicht zu erkennen. Er hat ein gutes Stück geschafft, bevor er runtergefallen ist. Einer seiner Sicherheitsleute lief gleich hin, packte ihn und versuchte, ihm beim Aufstehen zu helfen. Aber er hatte viel Spaß. Er nannte es seine erste Winterland-Exkursion. Im Laufe der Jahre entwickeln Jack James und Fidel Castro bei ihren vielen Treffen einen guten Draht zueinander. Ich würde sagen, Jack James hat maßgeblich dazu beigetragen, die Ostblockländer auf den Flughafen zu bringen. Wahrscheinlich, weil er Fidel getroffen hat und ihn näher kennenlernte. Er öffnete eine neue Art von Freiheit und das schuf Vertrauen. Und ich schätze, das war der entscheidende Schlüssel zum Erfolg. Der Plan geht auf. Jack James hat das richtige Händchen für die Geschäfte mit den Ostblockländern. Nach den Sowjets kommen auch die anderen und machen Büros am Flughafen oder in Gander für ihre Airlines auf. Anfang der 1970er Jahre befindet sich die Welt mitten im Kalten Krieg, was die vertrauten Begegnungen in Gander noch ungewöhnlicher macht. Nirgendwo auf der Welt findet ein so direkter und unkomplizierter Kontakt zwischen Ost und West statt. Es war eine sehr erfolgreiche Zeit für diesen Flughafen. Und als die Transitvisa eingeführt wurden, hat sich einiges getan. Aeroflot kam mit etwa 60 Flügen pro Woche hier an. Die Crews waren hier und es wurde viel herumspioniert in der Stadt. Auch der Zuckerhandel mit Havanna war eine große Sache. Ja, Gander war schon immer ein bisschen kosmopolitisch. Doch Gander spielt nicht nur für die kalten Krieger und Strategen diesseits und jenseits des Eisernen Vorhangs eine Rolle. Auch für die Entmachteten und die Opfer der Politik wird Gander zum Begriff. Flüge aus dem Ostblock nach Havanna werden zu einer einmaligen Chance für jene, die in den Westen fliehen wollen, da es hier stets einen Zwischenstopp gibt. Wir hatten ungefähr 20 oder 30 Überläufer pro Woche. Sie waren sehr unterschiedlich, Ärzte, Anwälte. Und eines Abends hatten wir einen kubanischen Piloten, der überlaufen wollte. Auch in der Deutschen Demokratischen Republik spricht es sich heimlich herum, dass es in Gander ein Schlupfloch in den Westen gibt. Ich hatte keine Erfahrung gehabt, ob da jemals jemand vorher hier erfolgreich abgestiegen ist, einfach aus dem Stegreif improvisiert. Die Maschine landet, es wird durchgesagt, jetzt gehen wir in den Transitraum. Ich lifte meine Handtasche und im Moment stand schon gleich die Stewardess neben mir und sagte, bitte, Sie brauchen keine Handtasche mitnehmen, lassen Sie das bitte hier. Ich sage, nein, auf keinen Fall. Da sind meine Sachen drin, ich möchte mich jetzt umziehen, in Berlin wird es kalt sein. So, das war ein Alibi, dass wir unsere Handtasche mit rausnehmen durften. Und wir hatten ein Wort gelernt, save me. In der historischen Ankunftshalle wagt Wolfgang Jörn mit seiner damaligen Freundin den entscheidenden Schritt in die Freiheit. Sie hatte gleich jemanden gesehen, der die Uniform anhatte. Sie ist dorthin gegangen und sagte, save me. Zu diesem Zeitpunkt ist der Raum voller Stasi-Spitzel. Da war schon die Angst, was passiert jetzt? Wird die Stasi eingreifen? In dem Moment, muss ich sagen, da war mein Herz ohne eine Kniekehle. Der Officer hat sie dann
praktisch zu seinem Office geführt. Ich habe bin den gefolgt und er hat das gemerkt und dachte, ich wäre einer von der Stasi. Und bis sie ihm dann weismachen konnte, dass ich ein Freund wäre. Aber er muss nochmals zurück in die Transithalle, um seine Tasche zu holen. Ich bin dann hingegangen zu der Sitzgruppe. Es war völlig, völlig ruhig in diesem großen Raum. Ja, alle haben wahrscheinlich mitbekommen, was da abgefahren ist. Und habe mich gebückt, habe meine Tasche aufgenommen und habe dann meinen ganzen Mut zusammengerafft und gesagt, also für mich ist die Fahrt jetzt hier zu Ende. Wolfgang Jörn zieht nie wieder nach Deutschland zurück. Er lebt heute in der Nähe von Toronto. My name is Wolfgang. Sometimes there would be one. Manchmal war es nur ein Einzelner, manchmal eine Familie. Und dann wurde ich mal von einem Mann mit Frau und Kind angesprochen. Ich habe das gemeldet, wollte mit ihnen rübergehen und merkte, dass plötzlich wer weiß wie viele andere hinter mir waren. Wahrscheinlich 25 oder 30 Leute. Die wollten alle in Kanada bleiben. Es ist die erste Dienstwoche von Harry Morgan, als Wolfgang Jörn 1988 flüchtet. Neben zivilen Passagier- und Cargomaschinen dient Gander schon lange auch dem US-Militär als wichtiger Knotenpunkt. Kein lukratives Geschäft, aber notwendig. Auf ihrem Weg zurück in die Heimat ist Gander für viele US-Soldaten der letzte Zwischenstopp. Am 12. Dezember 1985 ereignet sich am Flughafen eine Katastrophe. Keine Chance. Niemand hat überlebt. Flug Arrow Air 1285 stürzt direkt nach dem Start mit 248 Passagieren an Bord ab. Alles war geschmolzen. Aluminium, Felgen, Bremsen, alles geschmolzen. Der Absturz wirft viele Fragen auf. Eine Untersuchungskommission wird eingesetzt, um die Unglücksursache zu klären. Ich habe in der Nachtschicht gearbeitet und es kam eine Nachricht rein für den Flug Arrow Air 1285, als er noch am Boden war. Ich sprach mit dem Piloten und gab ihm die Nachricht seiner Airline. Die Informationen erwiesen sich im Nachhinein als wichtig in Bezug auf die von mir übermittelten Daten, weil es sich um das Gewicht ohne Treibstoff, die Schwerpunktlage und Passagierzahlen handelte. Jede falsche Übermittlung der Daten hätte eine entscheidende Auswirkung gehabt und den Unfall verursachen können. Gegen Ende der Nachtschicht hörten wir, dass die Maschine abgestürzt war. Wir haben aufgehört zu arbeiten. Wir konnten den aufsteigenden Rauch sehen und saßen einfach schweigend da. Nur wenige hundert Meter von der Startbahn entfernt stürzt die Maschine in den Wald. Es liegt in der Natur des Menschen, unter diesen Umständen daran zu zweifeln, ob man die Botschaft richtig übermittelt hat. Die Kommission der Flugaufsicht hat viele Ursachen als Absturzmöglichkeit untersucht. Von allen Verdachtsmomenten konnte am Ende keiner bestätigt werden. Ich habe mich gequält während dieser Untersuchung, bis ich befragt wurde. Es wurde schließlich bestätigt, dass ich die Informationen korrekt durchgegeben und der Pilot sie korrekt erhalten hatte. Der Arrow Air-Fall ist für viele in Gander als Katastrophe in Erinnerung geblieben. Dafür gibt es zwei Gründe. Die Absturzursache konnte niemals aufgeklärt werden. Und es gab keine Überlebenden. Das heißt, niemand konnte helfen. Doch nicht nur diese Flugzeugkatastrophe stellt die Menschen in Gander vor neue Herausforderungen. Zu Beginn der 1990er Jahre kommen immer weniger internationale Airlines.
Es war ein schleichender Prozess. Es ging langsam, es passierte nicht über Nacht. Aber wir wussten, es passiert. Ich erinnere mich, als das kubanische Management und sogar das Aeroflot-Management für immer ging. Sie waren wie eine Familie für uns. Die Flughafengemeinde war sehr eng verbunden. Es war eine sehr traurige Zeit für uns alle am Flughafen. Der Flughafen liegt in einer Art Dornröschenschlaf, als sich 2001 in New York ein Terroranschlag ereignet, der die Welt erschüttert. Er wird Gander wieder zurück auf die Weltbühne holen. Die Fluglotsen im Kontrollzentrum erwarten 38 Passagierjets. Bis zur ersten Landung ist es noch eine halbe Stunde. Für diese Flugzeuge wurde es bei der Landung ziemlich eng und viele der Piloten waren besorgt. Sie wollten so schnell wie möglich vom Himmel runter. Man konnte es an ihren Stimmen hören. Sie wussten nicht, was auf sie zukommt. Niemand wusste das zu diesem Zeitpunkt. In der Flugschule von Patrick White am Ende einer der teilweise stillgelegten Rollbahnen ahnt zu diesem Zeitpunkt noch niemand, was los ist. Die zahlreichen Cessnas mit Flugschülern und Lehrern an Bord müssen sofort landen und das Rollfeld freimachen. Jemand kam einfach zu mir und sagte, der Tower sagt, dass wir alle Flugzeuge runterholen müssen. Und ich sagte, nun, sag ihnen, das können sie vergessen. Ich dachte nur, es wäre eine dumme behördliche Sache und deshalb sagte ich, nein, wir holen unsere Flugzeuge nicht runter. Warum sollte ich das tun? Das ist verrückt. Beim zweiten Mal kommt der Tower zu Pat White durch und die Flugschule holt ihre Flugzeuge rechtzeitig zurück. Mittlerweile sind die ersten Jets bereits im Anflug. Ich ging raus aufs Dach und sah eine Reihe von Flugzeugen, so weit das Auge reicht. Und alle im Landeanflug, das war einfach unglaublich. Auf der Radaraufzeichnung vom 11. September 2001 ist die einzigartige Ansammlung von Flugzeugen zu erkennen, die über Gander zur Landung einschwenken. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Wer also am nächsten dran ist, kommt als erster rein, normalerweise. Das hat aber nicht geklappt diesmal. Am Boden war so ein Durcheinander. Sie haben sich gegenseitig blockiert, weil der Tower nicht wusste, wo er die Flugzeuge parken sollte und sie nicht schnell genug von der Landebahn bekommen hat. Bis zu diesem Zeitpunkt ist nicht klar, ob in diesen Flugzeugen ebenfalls Terroristen an Bord sind. Man hatte keine Zeit, darüber nachzudenken, ob eines von diesen Flugzeugen vielleicht explodiert. Wir mussten irgendwie weitermachen. Ich hatte an dem Tag frei und als ich aufwachte, machte ich den Fernseher an und sah die Nachrichten. Als ich zur Arbeit kam, konnte ich ein Flugzeug neben dem anderen sehen. Wir hatten 38 Flugzeuge vor uns und hatten nur etwa 6 Gangways. Und jedes dieser Flugzeuge brauchte eine. Also mussten wir die Gangways von einem Flugzeug zum nächsten schieben. Und so ging es immer im Kreis herum. Die Passagiere müssen 25 Stunden in den Flugzeugen ausharren. Dann sind alle Sicherheitsbedenken ausgeräumt. Wir wussten, dass wir 38 Flugzeuge hatten. In manchen würden um die 200 Passagiere sein. Und wir haben nachgerechnet. Also würden wir uns irgendwo in einer Größenordnung von 5.000 bis 8.000 Menschen bewegen. Und dies bei nur 500 Hotelzimmern. Am nächsten Tag dürfen die Passagiere endlich aussteigen. Nur mit ihrem Handgepäck, ohne eine Idee, wie es weitergeht. Viele sind erschöpft. Aber dann werden sie von der Bevölkerung in Gander unerwartet herzlich in Empfang genommen und mit Speisen und Getränken versorgt. Es war unwirklich. Sie kamen in den frühen Morgenstunden,
Ich brachte einige ins Hotel, damit sie telefonieren konnten, fuhr sie wieder zurück und holte weitere Passagiere. Die zweite Fahrt war mit drei Frauen und eine von ihnen telefonierte mit ihrer Mutter. Sie brach weinend zusammen. Von da an nahm ich Leute mit, damit sie duschen konnten, brachte sie zum Einkaufen zur Mall und was sonst noch erledigt werden musste. Die Menschen in Gander öffnen den Gestrandeten ihre Türen. In dem Ort leben etwa 8000 Einwohner. Sie versorgen freiwillig fast ebenso viele Passagiere. Als sie kamen, hatten sie Angst. Alles, was ich tun musste, war, mich in ihre Lage zu versetzen. Die Offenherzigkeit der Menschen an einem sonst so schwarzen Tag inspiriert zwei Komponisten zu einem Musical, Come From Away. Das Werk voller großer Gefühle wird 2003 zu einem Erfolg am Broadway. In Gander kommt nach 5 Tagen der bittersüße Abschied. Viele der Passagiere werden den kleinen Ort und die Herzlichkeit, mit der sie hier empfangen wurden, wohl niemals vergessen. An diesem letzten Tag, als alle gingen, war es bedrückend. Die Leute waren traurig. Sie wussten nicht, was sie tun sollten. Man fühlte sich benommen, als würde man seinen besten Freund zur letzten Ruhe betten. Jeder war müde und bekam nun endlich Schlaf. Aber es war, als wenn man einen Großteil seiner Familie verloren hätte. Als die Gäste weg sind, kehrt die Realität nach Gander zurück. Dieser Ort, ebenso wie der Flughafen, sind für eine Welt gebaut worden, in der Gander das entscheidende Drehkreuz zwischen Europa und Amerika war. Viele hier können nur schwer akzeptieren, dass diese Zeit nie wieder zurückkommen wird. Der Ort am Ende der Welt mit seinen liebenswerten Einwohnern muss sich unbedingt neu erfinden. Was mich stört, ist, wenn jemand glaubt, dass die Vergangenheit wichtiger ist als die Zukunft. Wir können hier rumsitzen und beklagen, dass die goldenen Jahre der Transatlantikflüge vorbei sind. Das macht die Geschichte zu einem Anker, der uns zurückhält, statt Segel in die Zukunft zu setzen. Gander International Airport ist heute ein Flughafen für kleine Passagierflugzeuge, private Jets, für einige regionale Airlines aus Kanada, für Frachtflugzeuge und Militärmaschinen. Ein großer und wichtiger Arbeitgeber jenseits des Flughafens ist das Kontrollzentrum der kanadischen Flugsicherung für den Nordatlantik und Kanada. Und es befindet sich hier eine wichtige Flugschule des Landes. Einer der größten Vorteile, den wir in Gander haben, ist die Belastbarkeit der Bewohner von Neufundland. Unsere Innovationen und unser brennendes Verlangen, hier zu sein, hier zu bleiben und hier voranzukommen. Wenn wir also jetzt Chancen sehen, sehen wir sie global. Patrick White repräsentiert mit seiner Flugschule einen Teil der möglichen Zukunft Ganders. In seinen Schülern lebt ein Stück der Fliegerleidenschaft weiter, die diesen Ort so lange geprägt hat. Meine Familie kommt tatsächlich aus Gander. Ich liebe Neufundland und die Luftfahrttradition hier in Gander. Es gibt nicht viele Schulen, die diese Art von Geschichte haben. Die Wahrheit ist, dass dies ein kalter und manchmal nasser Ort ist, mit Schnee und Eis und Wind und einer herausfordernden Landschaft zum Fliegen. Und viele Leute weltweit sagen, wenn man hier fliegen lernt,
kann man ein sehr kompetenter Pilot werden. Wayne Lawrenson unterrichtet jetzt an der Flugschule. Viele seiner Flugschüler kommen aus aller Welt, um hier zu lernen, wie sie auf schwierige Wetterbedingungen reagieren müssen. Selbst an schönen Tagen bereue ich es nicht, zur Arbeit zu gehen und die Schüler zu sehen, wie sie sich entwickeln. Ich bemerkte zum ersten Mal, dass ich meine Arbeit gut mache, als sie ihre Grundausbildung begannen. Sie wurden zu richtigen Piloten und wurden die Art von Person, die ich die meiste Zeit meines Lebens war. Und das ist es, was ich an Gander so liebe. Tatsächlich wachsen an der Flugschule von Patrick White neue Generationen von Piloten heran, die mit großer Leidenschaft lernen und begeistert fliegen. Nicht selten haben die jungen Pilotinnen und Piloten hier bereits mit 20 Jahren ihre Berufslizenz in der Tasche. Was Gander seit jeher ausgezeichnet hat, ist noch gültig. Die Menschen hier sind von Flugzeugen und von Fliegen fasziniert. Und Gander mit seinem Flughafen am Ende der Welt scheint für diese Leidenschaft der beste Ort zu sein. Ich war irgendwie besorgt, als ich anfing, weil ich Angst hatte, dass es mir doch nicht so gefallen würde, wie gedacht. Aber der erste Flug, den ich machte, allein dieses Gefühl, wie das Flugzeug vom Boden abhebt. Es ist ein wahnsinniges Gefühl und die Tatsache, dass du diejenige bist, die das macht, das ist es, nichts anderes. Es gab immer wieder existenzielle Krisen. Unter den Leuten hier hieß es dann, dass irgendetwas Negatives passieren würde. In den 60ern warteten manche darauf, dass der Flughafen schließt. Jetzt wird schon wieder gemunkelt, dass der Flughafen schließt. Es war immer so. Wir haben die Kunden kommen und gehen sehen. Wir haben gesehen, wie die Technologie sich ändert. Wir haben gesehen, wie unsere Relevanz aufsteigt und vergeht. Es gibt Ebbe und Flut in Gander. Und es gab immer Angst davor, dass der Flughafen keine Zukunft mehr hat. Ich würde gerne an einem Tag zur Arbeit kommen, an dem es keine solche Angst gibt. Und wenn wir das Richtige tun, die richtigen Risiken eingehen und klug sind, können wir diesen Tag irgendwann erleben. Das ist mein Traum.